Genau, also herzlich willkommen zu dem Vortrag der LBV Hochschulgruppe Die Perle der Flüsse, Flussmuscheln und ihre Ökologie. Mein Name ist Peter Stimmler und ich freue mich, euch in den nächsten eineinhalb Stunden etwas über diese faszinierenden Lebewesen zu erzählen. Muscheln und Schnecken werden die meisten von euch vom Strandspaziergang kennen. Wenn man dann mal Urlaub macht, an die Nordsee fährt oder vielleicht auch mal hier nach Wales, dann kann man tonnenweise Muscheln sammeln und die zu Hause dann durchbestimmen. Es gibt aber nicht nur in den Mariensystemen, in den Meeren Mollusken, sondern es gibt auch in den limnischen Systemen, das heißt in den Süßwassersystemen Muscheln und Gastropoden. Und so als Beispiel, was man findet jetzt am Meer, was wir vor Ort gefunden hatten, ist zum Beispiel die stachelige Herzmuschel oder die Halsbandnabelschnecke. Genau. Es gibt auch in unseren limnischen Systemen Muscheln, man muss einfach mal unter die Wasseroberfläche gucken und wenn man da genauer hinschaut, dann wird man, naja, vielleicht nicht unbedingt die Najaden finden, die Fabelwesen und Geister, die laut den Griechen für unsere Gewässer und die Quellen zuständig sind und die schützen, sondern man findet auch echte Muscheln. Und weil diese echten Muscheln aber so wichtig sind für das Ökosystem, wie damals von den Griechen die Najaden beschrieben, hat man auch die Großmuscheln, um die es in diesem Vortrag geht, Najaden genannt. Das ist Unio Iseri. Das Exemplar ist jetzt 20 Millionen Jahre alt. Praktisch gibt es aber Nachweise von der Gattung Unio, also von den Flussmuscheln, schon seit 60 Millionen Jahren. Und das eigentlich nahezu unverändert. Das heißt, es sind an sich auch lebende Fossilien. So sehen solche Flussmuscheln aus. Das ist jetzt die aufgeblasene Flussmuschel Unio tumidus. Wenn man die beschreiben möchte, die hat eine gewisse Höhe, also vom Bauch auf der Unterseite bis zum Rücken an der Oberseite. Und sie hat eine gewisse Länge. Ihr seht hier in der Mitte ist weiß Durchschein, das ist das Perlmutt und außenrum, das ist das Ostracum. Und dieses Ostracum, das ist organischer Natur, das besteht aus Protein, Chitin und Polyzuckern. Und man kann tatsächlich anhand eines solchen Ostracums das Alter der Muschel bestimmen. Ähnlich wie bei Jahresringen an einem Baum seht ihr hier solche Streifen, das sind Zuwachsstreifen. Und der Hintergrund ist der, dass die Muschel jetzt das ganze Jahr über dieses Periostracum bildet und die Schale allerdings nur im Sommer wächst. Das heißt, im Winter wird mehr Periostracum gebildet, das wird dann quasi aufgestaucht und das bildet dann diese Ringe hier. Und anhand solcher Ringe kann man dann das Alter ungefähr bestimmen und dann ist so ein Exemplar ja ungefähr 10 Jahre alt. Genau, das sind also die Zuwachsstreifen. Die Schalen, wenn man die sich genauer anschaut, sind relativ schön, also die sind auch Perlmutten. Bivalvia, das sind Mollusken, die zwei Schalen aufweisen, das andere sind die Gastropoden. Und wir haben in den deutschen limnischen Systemen immerhin 40 Muscheln und über 70 Schnecken. Und die Muscheln bestehen halt immer aus einer linken und aus einer rechten Schale. Und die haben auch ein Vorne und ein Hinten. Vorne ist meistens bei den Arten die kürzere, der kürzere Abschnitt und hinten ist der längere Abschnitt. Wenn man sich jetzt so eine Schale genauer anschaut, dann weist die ein paar Strukturen auf, die man beobachten kann. Und als erstes wollen wir mal einen Blick in so eine Muschel reinwerfen, damit ihr auch wisst, wie das alles verstaut ist. So eine Muschel ist eigentlich relativ
einfach aufgebaut. Am hinteren Ende gibt es ein Ingestionssiphon, das heißt eine Eingangsöffnung, das ist das lange hier. Und hier geht das Wasser rein und wird hier über die Kiemen gespült. Die Kiemen filtern aus dem Wasser heraus den Sauerstoff und halten aber auch Nährstoffe fest, die sie dann zum Mund weiterleiten, der dann hier durch den Magen und durch den Darm später wieder durch das Egestionssiphon, also die Ausgangsöffnung, wieder ausgeschieden wird. Muscheln sind also Filtrierer. Des Weiteren haben die auch ziemlich starke Muskeln, einen vorderen Schließmuskel und einen hinteren Schließmuskel und dann noch einen großen Fuß, mit dem sie sich fortbewegen können. So, jetzt schauen wir uns mal die Strukturen an. Es gibt einen Wirbel und dieser Wirbel hat Höcker, ja, und anhand dieser Höcker kann man auch die Arten mitbestimmen. Das ist die sogenannte Wirbelskulptur. Der Wirbel ist der jüngste Teil der Schale. Dort hat die Muschel begonnen zu wachsen und jeder Zuwachsstreifen ist dann also ein Jahr. Die Schale an sich wird hier eigentlich nur am äußeren Mantelrand dann abgeschieden. Das Perlmutt wird vom Mantel, also von dem Tier an sich, überall abgeschieden, also über die ganze Breite. Dann gibt es einen Hauptzahn. Muscheln haben ein Schloss. Einfach zur mechanischen Stabilität. Ihr müsst euch überlegen, das sind zwei ja eigentlich relativ lose aufeinander liegende Klappen. Und wenn man da jetzt ein Schlüssel-Schloss-Prinzip installiert, dann sind die gegen Scherkräfte gesichert und können auch nicht so einfach geknackt werden. Und die sind bei diesen Unioiden recht stark ausgeprägt. Genau, es gibt also einen Hauptzahn und es gibt einen langen Seitenzahn. Und dieser Seitenzahn jetzt von der linken Schale an der hinteren Seite hat natürlich ein Pendant auf der rechten Seite von der Schale. Und das wäre hier quasi diese Spalte, wo der Zahn perfekt ineinander passt. Man kann anhand dieser Schlösser, auch wenn man die Muscheln sammelt, gucken, ob die zusammenpassen. Ja, also meistens fallen die auseinander, dann kriegt man nicht beide wieder zusammen. Und dann probiert man durch und es passt immer wirklich nur von einem Individuum die beiden Schalen zusammen, weil die Schlösser halt eben dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip aufweisen. Des Weiteren, ich habe ja schon angedeutet, haben die Muscheln zwei starke Schließmuskel, eine am vorderen Ende, eine am hinteren Ende, die dafür zuständig sind, die Schalen zusammenzuhalten. Die sind angewachsen und es gibt hier eine Struktur, die ist ein bisschen gröber. Das ist der Schließmuskeleindruck am vorderen Ende und hier noch am hinteren Ende. Und was man auch noch sieht, ist die sogenannte Mantelbucht. Das ist diese dünne Rille hier. Der Körper der Muschel, der Weichkörper, der geht also bis hierhin und dann endet der. Das sind so ein paar Bestimmungsmerkmale. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass Muscheln zusammengehalten werden durch ein Ligament und das befindet sich bei unseren einheimischen Arten hier am hinteren Ende und könnt ihr euch vorstellen, wie so ein schwarzer Ledereinband von einem Buch. Genau. Weswegen Muscheln relativ spannend sind, ist die biologische anorganische Chemie von ihnen, wie sich das nennt. Die Schalen bestehen aus drei Bestandteilen. Auf der obersten Schicht befindet sich das Periostracum. Das besteht aus Konkyolin. Das ist ein Polymer aus Chitin und Polyzuckern und Proteinen und darunter das Ostracum. Das Ostracum, die Prismenschicht, aus der zum Beispiel unsere Landschnecken bestehen, das ist kein Perlmutt, sondern das besteht aus Kalzit. Es ist Calciumcarbonat und Calciumcarbonat kommt in der Natur in zwei Formen vor. Das eine nennt sich Kalzit und das andere nennt sich Aragonit. Also, und die Prismenschicht, die besteht aus Kalzit. Und wofür die Flussmuscheln unter anderem ja auch bekannt sind oder auch viele Meeresmuscheln oder auch vor allem Meeresschnecken, das ist hier ihre Perlmuttschicht.
das Hypostrakum. Und das besteht aus Aragonit. Und das Aragonit, das sind hier die einzelnen Blättchen, die ihr seht. Die sind horizontal übereinander gelagert. Und zwischen diesen horizontalen Blättchen, da läuft jetzt nochmal Konkyolin durch. Und das federt die Kräfte ab, die auf das Gehäuse wirken und verteilt sie. Und dadurch wird Aragonit wahnsinnig stark in seinen Eigenschaften. Aragonit kann bis zu 3000 Mal mehr Energie absorbieren als jegliche Calciumcarbonatform, die es in der Natur gibt. Und ich finde es relativ faszinierend, dass ein einfaches Tier wie jetzt eine Muschel in der Lage ist, obwohl es ja eigentlich nur aus Weichteilen besteht, etwas zu bauen, das 3000 Mal härter ist als die natürliche Version davon. Auch die härtesten Minerale überhaupt, die es auf Gottes Erden gibt, werden gebildet in den Zungen von Käferschnecken. Es ist relativ faszinierend, was diese Tiere schaffen. Genau. So viel jetzt mal zum Aufbau von solchen Schalen. Aber das ist ja nicht das, worum der Vortrag gehen soll, sondern ich wollte ja hauptsächlich was über die Ökologie erzählen. Der Lebenszyklus von solchen Muscheln ist relativ komplex und deswegen auch sehr anfällig für ökologische Störungen und mit der Hauptgrund, warum die Arten so massiv im Rückgang begriffen sind. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Die Muscheln leben hauptsächlich vergraben im Sediment von den Gewässern. Flussmuscheln sind eigentlich fast immer getrennt geschlechtlich und Teichmuscheln zum größten Teil zwittrig, also gleichgeschlechtlich. Und wenn die sich jetzt verpaaren wollen, dann braucht es eine gewisse Dichte schon mal von Muscheln, die nebeneinander sitzen. Weil der erste Knackpunkt ist nämlich, dass die männlichen Muscheln ihre Spermien ins Wasser abgeben, die dann wiederum von den weiblichen Muscheln herausgefiltert werden müssen. So, je mehr Männchen da sind, umso höher ist die Spermienanzahl im Wasser und je mehr Weibchen da sind, umso höher ist die Dichte oder und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Spermien auch wieder zu einer Eizelle finden. Also es gibt eine kritische Populationsgröße und wenn die unterschritten ist, kann sich diese Population nicht mehr fortpflanzen. Okay, also, wenn die Spermien jetzt die Eizelle befruchtet haben, in der weiblichen Muschel sitzen am Ende von den Kiemen, sind extra ausgebildete Kiementaschen und in denen befindet sich die Eizelle. Die Spermien werden von den Kiemen herausgefiltert, zu den Eizellen transportiert und befruchten dort die Eizellen. Und die befruchteten Eizellen teilen sich und bilden Glochidien und die werden ins Wasser gegeben. Die meisten marinen Muscheln, die Larven, leben frei im Wasser. Die von den Najaden allerdings nicht, die leben parasitär in Fischen. Weil die Letalität so extrem hoch ist, müssen die verdammt viele Glochidien ins Wasser geben. Bei der Bachmuschel sind das so 9.000 bis 16.000 von diesen Glochidien. Ich habe da mal ein sehr passendes Bild gefunden. Die sehen wirklich so aus. Das ist so cool. Und bei den Flussmuscheln sind es ja, bis zu 50.000 und bei den Teichmuscheln 100 bis 600.000 von diesen Glochidien, die ins Wasser gegeben werden. Warum brauchen die Teichmuscheln mehr? Naja, im Fluss habe ich ja eine gerichtete Strömung. Die habe ich im Teich nicht. Weswegen die Glochidien natürlich auch nicht so einfach verbreitet werden können. Gut, diese Glochidien, wenn die ins Wasser gegeben werden, können die frei schwimmen. Indem sie einfach wie die Jakobsmuscheln ihre Schalen zusammenschlagen, sind die in der Lage, davon zu schwimmen und auch mobil zu sein. Man hat beobachtet bei Bachmuscheln, dass sie der Sache nachhelfen, indem sie an den Uferrand kriechen. Die Muscheln sind ja mobil, da werde ich noch was zu zeigen. Sich dann halb aus dem Wasser rausstrecken und
ihre Glochidien in einem Wasserstrahl rausspritzen, hat den Vorteil, dass dass sie näher in der zur Mitte des Baches landen. Ein Fluss ist tief, ein Bach allerdings nicht. Wenn so ein Glochidium nicht richtig schwimmen kann, sondern hauptsächlich sinkt, dann kommt das ja umso weiter, je mehr es sinken kann bei der gleichen Strömungsgeschwindigkeit. Also ist es sinnvoll, es in die Mitte des Baches zu befördern, wo der ja tiefer ist, weil die Glochidien dann länger in der mobilen Phase bleiben. Genau. Die schwimmen dann also rum und treffen irgendwann auf einen Fisch. Der Fisch, beim Fisch landen die Glochidien bestenfalls in den Kiemen und leben dort parasitär von seinem Blut. Und der Fisch kapselt das mit ab. Und das ist eigentlich auch schon der große Knackpunkt. Parasitär zu leben erfordert für einen Organismus ja auch das Immunsystem des Tieres austricksen zu können. Das heißt, das muss ultra hochspezifisch entwickelt sein. Weil ja jede Art ein anderes Immunsystem hat. Das heißt, jede Fluss- oder Teichmuschelart hat seine Spezi oder ihre spezifischen Wirtsfische. Innerhalb der Fische bleiben die ein paar Wochen lang, bis sie dann so ein paar Millimeter groß sind und sich fallen lassen und wieder ins Sediment eingraben. Dort bleiben sie dann erstmal 2, 3 Jahre in den tieferen Schichten, in der sogenannten hyporheischen Zone, bis sie dann an die Oberfläche kommen und aktiv das Filtrieren anfangen. Relativ aufwendig, sehr empfindlich und die Letalität von so einem Clochidium, also die leben 3 bis 6 Tage, aber halt können sich ja dann nur entwickeln, wenn sie auf den richtigen Fisch treffen. Und deswegen beträgt die Letalität so zwischen 99,9982 und 99,9999%. Also es überlebt davon praktisch nichts. Scheint aber 60 Millionen Jahre lang funktioniert zu haben, wenn halt eben die Wirtsfische gegeben sind. So. Ja, von was ernährt sich jetzt so eine Muschel? Ich habe es schon erwähnt, Muscheln sind Filtrierer, die mit ihren Kiemen filtern. Die ernähren sich zum Beispiel von Diatomeen, also von Kieselalgen. Die kommen in jedem limnischen und marinen System vor. Es ist auch eine riesengroße Kohlenstoffsenke, super wichtig für den Nährstoffkreislauf und sehr klein. Und die sind Teil der Nahrungsgrundlage von den Muscheln, aber auch andere mineralische Stoffe, Detritus, also zersetzendes Pflanzenmaterial, oder auch Grünalgen wie hier Wollwox. Genau. Muscheln filtrieren viel. Die schaffen in der Stunde 40 Liter, macht am Tag 1 Kubikmeter Wasser. Für eine Muschel, die mal so 10 cm groß ist. Finde ich eine ordentliche Leistung. Also ich glaube, ihr würdet es nicht schaffen, am Tag 1 Kubikmeter Wasser durch euch durchlaufen zu lassen. Also extrem bemerkenswert. Und dadurch sorgen die natürlich auch massiv für die Gewässerqualität. So, bewegen können sie sich auch. Die haben am vorderen Ende, können sie ihren Fuß rausstrecken. Und den strecken sie aus, stecken ihn ins Sediment rein und dann spannen die den an, bis der größer wird und dann ziehen sie den restlichen Körper nach und so sind die halt eben in der Lage, zum Beispiel innerhalb von 4 Wochen mal 5 Meter zu kriechen, wenn der Wasserspiegel zum Beispiel abfällt, oder sich neu ins Sediment einzugraben. Das ist ja vor allem wichtig bei Marienmuscheln, ne, in der Brandungszone, wenn der Sand aufgewühlt wird und die ausgegraben werden, dass sie sich wieder neu eingraben können. Und was man jetzt hier sieht, ist der Fuß von der Muschel, den sie ausstreckt und sich nach und nach immer weiter im Sediment vergräbt. Genau, also so eine Muschel ist gar nicht so immobil, wie man vielleicht denken mag. Dann gehen wir mal weiter zu den Ökosystemen. Es ist, wie so häufig in der Natur, hat jedes System eine eigene Art, mindestens eine Art.
Und die Umstände, unter denen diese Tiere leben, sind ja bestimmt durch das, durch die Umwelt. Und dann hätten wir, gibt es ja zum Beispiel Teiche, stehende Gewässer, Stauseen, normale Seen. Und solche Seen zeichnen sich zum Beispiel durch einen sehr hohen Nährstoffeintrag aus, weil da Wasservögel drauf unterwegs sind oder halt aus den umliegenden Gebieten Nährstoffe eingetragen werden. Und das bedeutet für die, für das Gewässer einen hohen Nährstoffeintrag, der ja aber zum Beispiel im Gegensatz zum Fluss ja nicht abtransportiert wird, sondern es ist ja ein stehendes Gewässer. Ja. Und eine Art, die man dort am meisten antrifft, ist die gemeine Teichmuschel Anodonta cycnea. Die Dinger werden ziemlich groß, also so 30 cm. Und ein Pfund schwer ist da schon mal drin. Die gemeine Teichmuschel ist in der, kommt bis 20 Meter Gewässertiefe vor und lebt dort im Schlamm. Und das zeichnet sie aus. Die meisten Muscheln brauchen halt eben kiesiges oder sandiges Sediment, weil sie sonst ersticken würden, weil einfach kein Sauerstoff dran kommt. Die Wirtsfischarten, auf denen die Glochidien parasitieren, ist zum Beispiel der Hecht oder die Brachse. Wir haben in Deutschland sieben Großmuscheln, die ich euch bis auf ein, zwei Ausnahmen vorstellen möchte. Und es ist eigentlich immer der gleiche Grund, warum die Muscheln zurückgehen. Bei den Teichmuscheln kommen aber noch ein paar andere Faktoren mit hinzu. Also man kann die Teichmuschel sogar ein bisschen so als Kulturfolger mit betrachten, wenn man das in der, naja, in der Nutzung der Gewässer betrachtet, dass es zum Beispiel viel Karpfenzucht gab. Es gab also viel Karpfenteiche, es wurden viele Habitate geschaffen und dann waren die recht häufig gewesen. Aber jede dieser sieben Arten in Deutschland ist gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Sieben Arten ist tatsächlich noch übersichtlich. Es gibt in Amerika 297 Großmuschelarten, von denen aber schon 19 ausgestorben sind. Also es wird leichter, sie zu bestimmen. Naja, die Teichmuschel, Gründe für die Teichmuschel, für den Rückgang. Wenn man einen Fischteich hat und der abgefischt wird, wird ja auch häufig trockengelegt mal. Solche Muscheln kommen schon mal damit zurecht, wenn es mal ein, zwei Tage trocken ist. Aber wenn sie halt zum Beispiel über den Winter trockengelegt werden und das dann für 3 Wochen, dann sterben die natürlich oder erfrieren. Außerdem werden gegen Schneckenbefall auch Molluskizide eingesetzt oder wurden früher oder halt eben auch die Gewässer gekalkt. Ein weiteres Problem, das die Art hat, die vor allem in Stauseen vorkommt, ist das massive Schwanken des Wasserspiegels. Weil ein Stausee halt zum Beispiel, um überflüssige Nährstoffe abzulassen, die sich dort gesammelt haben, mal 6 Meter abgelassen wird und die Muscheln aber nicht die Möglichkeit haben, innerhalb von einem Tag 6 Meter zurückzulegen und dann halt sterben. Außerdem kriegen sie langsam auch ernsthafte Konkurrenz. Die chinesische Teichmuschel breitet sich aus. Es gibt immer mehr Fundorte und die steht dann natürlich auch in direkter Konkurrenz mit unserer heimischen Teichmuschel. Ich möchte die Arten dann auch ein bisschen einfach zusammenfassen und gegenüberstellen, dass man die Unterschiede sieht und die auch auf dem Schirm hat. Wir fangen also mal an mit der großen Teichmuschel Anodonta cycnea. Anodonta vom Lateinischen frei übersetzt keine Zähne. Wenn man die Muschel auf der Innenseite betrachtet, hat die kein Schloss wie die Flussmuscheln. So, das nächste Gewässer, der nächste Lebensraum ist natürlich der Fluss, wie bei uns jetzt hier in Bayreuth zum Beispiel, der Rote Main. Und wodurch der sich auszeichnet, ist hier ja, so eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit. Es hat doch schon mehr Nährstoffe mittlerweile, ist nicht mehr so gebirgsbachmäßig, sehr viel Vegetation. Und was Flüsse immer auszeichnet, ist halt auch einfach ein höherer Sauerstoffgehalt.
Durch die ganzen Turbulenzen gelangt Gas in das Wasser und das heißt natürlich für die Muscheln, dass sie auch physiologischer aktiv sein können und dass sie natürlich auch in kürzerer Zeit mehr durchfiltern können, weil einfach ein höherer Volumenstrom auch vorbeikommt. Weitere Vorteile von so einem Flusssystem ist, sie sind durchgängig. Wenn in einem Teich eine Art ausstirbt, dann kommt die ja nicht wieder. Weil wie? Über die Kiemen der Fische. Aber die Fische müssen, es muss ja der ausgewachsene Fisch in das Gewässer kommen. Es wurde nachgewiesen, dass sich die Clochidien auch über das Gefieder von Entenvögeln oder von Wasservögeln verbreiten kann und sogar an Insektenbeinen festhalten kann. Lyszizide, Wasserkäfer sind ja auch mobil und können sich verbreiten. Aber an sich können Flüsse natürlich einfacher wieder besiedelt werden. So. Typische Art, die bei uns in Bayreuth vorkommt, ist die Entenmuschel Anodonta anatina, auch aus der Familie der Unioniden. Und die Entenmuscheln zeichnen sich dadurch aus, dass sie kleiner sind als die großen Teichmuscheln. Die wären vielleicht so 7, 8 cm groß, aber keine 30 cm mehr. Und die hat jetzt natürlich auch andere Leitarten oder andere Wirtsarten, zum Beispiel das Moderlieschen oder die Regenbogenforelle. Und das hier ist bemerkenswert, dass sie halt eben als Wirt die Regenbogenforelle nehmen kann. Die Regenbogenforelle ist in unseren Gewässern ja nicht heimisch, sondern wurde hier ausgesetzt und macht sich seitdem breit und ist auch konkurrenzstärker als die Bachforelle, die aber die einzige Wirtsart zum Beispiel für die Flussperlmuschel ist. Das heißt, wenn der falsche Fischbesatz in einem Gewässer drin ist, dann sterben auch die Muscheln aus, weil sie sich nicht fortpflanzen können. Genau, Entenmuschel, den Namen wahrscheinlich auch daher, weil sie gern von Enten gefressen wird, komme ich aber später noch dazu. Also, dann haben wir schon mal die große Teichmuschel und die Entenmuschel, beide aus der Gattung Anodonta. Aber dieselbe Familie Unionide. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wir gehen weiter flussabwärts, die Strömungsgeschwindigkeit sinkt, es kommt auch zu mehr Sedimentation, der Nährstoffeintrag steigt auch langsam und das ist jetzt hier bei uns in den Rotmainauen und das ist so ein typisches Habitat, wo die Flussmuscheln, also Uniotomidus und Unio Pictorum vorkommen, das sind mit so meine beiden Lieblingsarten. Und die bekannteste von denen wird wahrscheinlich die Malermuschel sein, Unio Pictorum, die ja sowohl im Lateinischen wie im Deutschen ihren Namen weg hat. Der Name Malermuschel ist kulturhistorisch zu verstehen. Die holländischen Maler haben damals in den Schalen ihre Farben angemischt. Daher hatte die ihren Namen. Also passt ja ganz gut in einer Hand die Schale, in der anderen Hand den Pinsel. Und wenn es viele Gewässer gibt, die waren früher sehr, sehr häufig gewesen, dann war das eine praktische Möglichkeit. Als Wirtsart hat sie den Döbel, auch wie die Bachmuschel oder zum Beispiel auch den Gründling. Ich stelle immer nur zwei Arten vor, meistens sind es so drei, vier, fünf Arten, die sie nutzen können als Wirte. Die Malermuschel ist in Deutschland gefährdet, Rote Liste 3. Und wenn man sich die jetzt mal in echt anguckt, ich habe mir mal die Mühe gemacht, meine Exponate hier versucht zu fotografieren. Die Malermuschel erkennt man daran, dass der Verlauf der Schale am Rücken und am Bauch fast parallel verlaufen. Die Malermuschel ist sehr lang gestreckt, läuft hier so ein bisschen zungenförmig aus und vorne sehr spitz, und wird auch recht groß, über 12 cm und sehr schwer. Genau, das ist die Malermuschel, also Unio haben wir schon mal drei. Dann gucken wir mal weiter. Was auch noch vorkommt, eine Art, die Schwesterart zur Malermuschel, ist nicht ganz einfach auseinanderzuhalten. Man braucht ein bisschen Zeit, um sich reinzugucken, aber dann erkennt man es eigentlich recht gut.
ist die aufgeblasene Flussmuschel oder auch Schwanenmuschel Uniotomidus. Kommt nicht ganz so häufig vor, die ist schon stark gefährdet und die Wirtsarten sind zum Beispiel das Rotauge oder der Flussbarsch. Interessant ist am Flussbarsch, dass der für eigentlich jede Art, die bei uns in Deutschland vorkommt, als Wirtsart dienen kann. Und jetzt mal im direkten Vergleich, das ist die aufgeblasene Flussmuschel, das ist die Malermuschel und es fällt ja sofort ins Auge der Unterschied. Nein, die aufgeblasene Flussmuschel ist höher. Ja, also wenn man zwei Schalen hat, dann ist die durchschnittlich höher als die Malermuschel. Man findet aber selten zwei Schalen und die Höhe ist auch immer so, oder die Dicke ist auch immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber was man recht gut erkennt, ist, dass sie abgerundeter ist. Ja, also hier verlaufen beide Seiten fast parallel und hier eher keilförmig. Daran kann man die recht gut unterscheiden und sie wird auch nicht ganz so groß wie die Malermuschel. Und vielleicht kurz so zur Geschichte, wie ich zu den Muscheln gekommen bin oder zu der Thematik. Ich komme ursprünglich aus Verzöchern und bei Würzburg und da fließt der Main durch. Und mir ist irgendwann im Ökologiestudium eingefallen, dass ich ja als Kind immer am Main spielen war und dass es da immer so viele Muscheln gab. Und dann hatte ich mir gedacht gehabt, weil ich mich zu der Zeit viel mit Stickstoffeintrag beschäftigt habe für meine Masterarbeit, dass es doch mal spannend wäre, sich solche sensiblen Arten anzugucken, ob die denn noch vorkommen. Und bin dann nach Verzöchern unten an den Main und tatsächlich habe ich dann dort die Arten auch wieder gefunden nach 20 Jahren, was mich schon sehr überrascht hat, in nahezu gleichem Ausmaße. Jetzt nicht mehr, weil ich die ganzen Schalen weggesammelt habe. Aber ich möchte euch das mal kurz zeigen. Also das ist Magezüchern auf der anderen Seite, zwischendrin fließt der Main, es gibt da noch Fischerei und hier sammle ich immer meine Flussmuscheln. Und wenn man dann ein bisschen neugierig ist und so ins Wasser reinguckt, dann findet man tatsächlich auch welche am Ufer angespült, aber das sind alles halt kaputte Schalen. Ne? Also ganz so einfach, wie man sich das wünscht, ist es dann halt leider doch nicht. Und wenn man dann weiter sucht, findet man aber auch mal ganze Exponate. Und da denkt man sich, jetzt habe ich es, jetzt mache ich damit, ja was eigentlich? Naja, vermessen. Also mit nach Hause nehmen, sauber machen, ins Ultraschallbad legen, putzen, trocknen und dann vermessen. Ich habe jetzt mittlerweile an die 100 leere Schalen gesammelt und habe da mal einen Datensatz erstellt, den ich mittlerweile am Auswerten bin. Was ich euch vorhin halt eben gezeigt habe, die Länge und die Höhe und die Dicke, die Breite, das Gewicht. Und meine Hoffnung ist halt, dass ich da ein bisschen auf die Populationsstruktur zurückschließen kann oder zumindest halt eben Aussagen treffen kann, wie alt eigentlich diese Tiere sind, wie die Altersverteilung ist. Das Problem ist, dass diese Tiere, also nicht das Problem, sondern das Gute ist ja, dass die Tiere alt werden. Also so eine Muschel wird halt schon mal gern 20 Jahre alt und die oder noch älter und die Flussperlenmuscheln haben wir ja Bestände noch im Fichtelgebirge, weil sie halt über 100 Jahre alt werden. Die pflanzen sich seit 100 Jahren nicht mehr fort. Ja, also praktisch sind die ausgestorben. Und wenn man aber trotzdem noch junge Schalen findet, die halt eben ausgespült werden, dann besteht die Chance, dass diese Population noch intakt ist. Und das versuche ich halt eben über die Altersstrukturen, über die Größenverteilung dieser Muscheln hier herauszufinden. Ich bin da gerade dabei, noch mit der Flussmuschelkoordinationszentrale von der Zoologischen Staatssammlung in München zu kooperieren. Finde ich sehr schön. Dem mal den Datensatz zu schicken. Genau, aber dazu vielleicht später noch was. Das sind also so die Arten, die bei uns in Verzöchheim immer vorkommen. Und wenn man dann mal sich in Verzöchheim ein bisschen umguckt, wir haben den Rokokogarten, offiziell schönster Rokokogarten Europas. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Aber in diesem Rokokogarten gibt es ein Schneckenhaus.
1770 rum erbaut. Und in diesem Schneckenhaus hier stehen so Figuren rum und innen drin ist das auch sehr schön ausgebaut. Ihr könnt es vergleichen ein bisschen mit dem Sonnentempel in der Eremitage in Bayreuth. Genau, und wenn man sich dann die Tiere so anguckt, das ist eigentlich ganz hübsch gemacht hier mit Weinbergschnecken, Telix pomatia und dann Glasscherben dekoriert. Steht jetzt ja halt auch schon 250 Jahre rum. Oder auch so Echsen. Drachen, die als Reptilien natürlich Brüste haben und oder auch solche Widder mit Dekoration und spätestens jetzt fällt es auf, dass da super viele Flussmuscheln verbaut sind. Das ist irre. An diesem Haus müssen Zehntausende von Muscheln verbaut worden sein. Ja, ich bin froh, wenn ich nach Hause komme und 10 gesammelt habe. Und das, da hängen Tausende dran. Und das gibt schon mal so einen Hinweis darauf, wie häufig diese Art eigentlich früher gewesen war. All diese Arten, von der Bachmuschel, die Teichmuschel, die Flussmuschel, die Flussperlmuschel, die gab es früher zu Millionen. In jedem Bach und in jedem Fluss in Deutschland. Und in jedem Teich gab es diese Muscheln. Und heutzutage sind sie alle gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich mit dieser Art zu beschäftigen, weil die halt eben, wie kaum eine andere zeigt, wie massiv sich gravierend eigentlich unsere Gewässerqualität gesunken ist. So, wir gehen mal weiter zu den empfindlichen Arten. Die Teichmuscheln und die Flussmuscheln, alles so rote Liste 3. Und jetzt kommt eine, die wir zum Glück bei uns in der Region noch haben. Das finde ich sehr schön, eigentlich direkt bei mir vor der Haustür. Wenn man sich den Lebensraum Bach anguckt, die Bachmuscheln, die gibt es tatsächlich bei uns noch. Die sind in Deutschland vom Aussterben bedroht. Die sind rote Liste 1. Es gab im Leinbach und im Alsbach kleine Restpopulationen und für diese Restpopulation hat man sehr viel Geld in die Hand genommen und die Gewässerläufe renaturiert, damit diese Population überhaupt erhalten bleiben. So sieht eine Bachmuschel aus, die ist kleiner. Ich zeige es euch dann gleich in der Zusammenfassung. Und Leitarten sind da vor allem die Elritze und die Rotfeder. Und eigentlich hat so eine Bachmuschel eine recht große ökologische Amplitude. Also die kommt vom pH-Wert 5 bis pH-Wert 9 kommt die vor. Auch in größeren Flüssen mal, die über 20 Grad werden. Und ist zwar eigentlich charakteristisch für schnell fließende Gewässer, kommt dort aber immer in der Uferzone vor, wo es nicht so tief ist. Oder einer der Hauptgründe, warum diese Arten zurückgeht, ist neben der Eutrophierung auch der Verlust von den Fischen. Ich bin echt kein Ichthyologe und ich kann auch die lateinischen Namen wie Scardinius Eutrophthalmus kaum aussprechen. Also ich stehe mit Fischen ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Aber selbst mir ist bewusst, dass sehr viele Arten extrem gefährdet sind und zurückgegangen sind, sowohl in der Vielfalt als auch in der Quantität. Und zum Beispiel wurden viele Weißfische noch Elektrofang gefangen. Und wenn es dann so einen Populationszusammenbruch gibt, dann gibt es natürlich auch keine Wirte mehr für die Muscheln. Das heißt, die gehen dann auch flöten. Es gibt sie aber bei uns in der Region noch. Das ist hier der Leinbach. Und der Leinbach war neben dem Eilsbach ein Bach, den man renaturiert hat in seinem Verlauf. Das heißt, man hat hier eine Population gefunden. Und das Problem an Muschelpopulationen ist, dass die ja dadurch, dass die ja nicht mobil sind oder sehr wenig, sich genetisch superschnell differenzieren und dann auch morphologisch sich verändern, auch je nachdem, unter welchen Umwelteinflüssen sie sich entwickeln. Und man muss dann sehr darauf achten, dass man kein fremdes genetisches Material mit reinbringt, sondern dass man halt eben das Originalmaterial nimmt, um die Population aufrechtzuerhalten. Das heißt, man kann nicht einfach
irgendwo Muscheln aussetzen, sondern man muss meistens auf bestehende Populationen zurückgreifen und die unterstützen. Naja, und in diesem Bach, der war früher begradigt, den hat man wieder in einer meandernden Form angelegt. Man hat den Schlick entfernt, ist mit Kies aufgefüllt, dass die ein schönes Sediment haben, wo die Glochidien sich absetzen können. Und es waren am Anfang ein paar Dutzend und sind jetzt wieder mehrere hundert, die dort vorkommen. Man kann sie auch super gut beobachten. Nicht. Also, die kleinen Siphone hier, die dort rausstehen, das ist das Einzige, was man von den Muscheln sieht, wenn sie im Sediment eingegraben sind und das kartiert man dann. Aber es gibt noch Restbestände bei uns in den Gewässern. Das Problem ist an den Bachmuscheln, sie sind ähnlich empfindlich wie die Flussperlmuscheln. Das heißt, es ist eine Leitart für die Gewässergüte 1 bis 2. Und sie ist extrem betroffen von Eutrophierung, also gerade die Glochidien, die Larven entwickeln sich viel langsamer und viel schlechter, wenn da ein hoher Nährstoffeintrag kommt. Das andere Problem, das sie haben, ist, dass sie strikt getrennt geschlechtlich sind, also so eine Anodonta anatina, die Entenmuschel, die kann bei Bedarf mal noch irgendwie zwittrig werden, selbst die Flussperlmuschel schafft es, sich selbst zu befruchten, die Bachmuschel allerdings nicht. Das heißt, wenn hier die Populationsgröße so gering wird, dass die Spermien nicht mehr die Eizellen erreichen, weil sie zu verdünnt werden oder die Tiere zu weit auseinandersitzen, dann stirbt die Population schlichtweg aus. Und das ist auch einer der Gründe, warum die zurückgegangen ist. Also sie ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Und noch vor 150 Jahren oder auch noch vor 100 Jahren gab es sie aber genug, dass man damit noch die Schweine und die Hühner gefüttert hat. Bevor man da jetzt groß rumschreit, ja, dann weiß ich ja, woher, warum die zurückgegangen sind. Das war nicht der Grund tatsächlich gewesen. Es kam dann mit der industriellen Landwirtschaft und mit der Flurbereinigung, dass diese ganzen Arten eigentlich ausgestorben sind. Die Hauptgründe für den Rückgang von dieser Art ist zum Beispiel das Ausbaggern der Bäche. Ja, dass man sagt, ha, das hat sich zugesetzt oder ich möchte da die Pflanzen draußen haben, weil sie den Fluss behindern. Und dann wird der Bach ausgebaggert, mit ihnen die Najaden und dann sterben die halt eben am Ufer. Außerdem ist es auch recht schwierig, so einen Flusslauf zu ändern. Im Allgemeinen, wenn man so einen Flusslauf ausbaggert, verändert man die Strömungsgeschwindigkeit am Ufer. Ja? Und wenn sich die Strömungsgeschwindigkeit am Ufer ändert, wenn die zum Beispiel langsamer wird, dann kommt es ja zu einer höheren Sedimentation von Feinpartikeln, die mit einer höheren Geschwindigkeit ja noch weitergetragen werden würden. Und diese Feinpartikel, die setzen jetzt das Sediment zu, diese hyporheische Zone, und dann kann kein Sauerstoff mehr diffundieren und dann ersticken die Tiere halt schlichtweg, beziehungsweise die Glochidien. Auf der anderen Seite habe ich einen hohen Nährstoffeintrag, wenn ich die Ufervegetation wegmähe, ja. Das heißt, dass zum Beispiel durch die Felder, über den Wind oder auch durch den Regen das eingewaschen wird und dann alles zusetzt. Aber auch wenn die schützende Vegetation, wie jetzt zum Beispiel Bäume entfernt werden, dann bricht das Ufer natürlich auch schneller zusammen. Das heißt, was für diese Art eigentlich viel wichtiger ist noch als die Gewässerqualität, wie gesagt, die hat ja eine recht weite ökologische Amplitude, ist die Substratstabilität. Das heißt, dass das Sediment auch über mehrere Jahrzehnte in seiner Zusammensetzung gleich bleibt. Und das tut es aber nicht, wenn ich jedes Mal den Strömungsverlauf des Baches verändere. Deswegen ist die Art extrem empfindlich. Genau, und in Deutschland halt eben vom Aussterben bedroht. Und jetzt packen wir die mal da noch mit dazu. Dann haben wir schon mal 5 von den 7 zusammen. Das ist die Bachmuschel hier. Die Bachmuschel ist kleiner, die hat durchschnittlich also 6 cm. Und es ist recht schön, wenn man sich die Verhältnisse anguckt. Da jetzt zum Beispiel die Länge der Malermuschel gegen die Höhe und ich teile das durch 2, dann komme ich da bei über 2 raus, also vielleicht 2,2. Bei der aufgeblasenen Flussmuschel komme ich so ziemlich genau bei 2 raus, also die ist doppelt so lang wie breit. Und wenn ich die Bachmuschel, die ist nicht
doppelt so lang wie breit. Wenn ich da das Verhältnis setze, komme ich genau auf einen goldenen Schnitt von 1,66. Genau. Die beiden Arten, die jetzt hier nicht abgebildet sind, ist die abgeflachte Teichmuschel Pseudoanodonta, Artname fällt mir gerade nicht ein, und die Flussperlmuschel Margaritifera. Das sind unsere sieben Najaden, die vorkommen. Genau, wie gesagt, hier rote Liste 3, rote Liste 2, rote Liste 1, also vom Aussterben bedroht. Und jetzt kommen wir zu unserer seltensten Art in Deutschland, die gern in solchen Gebirgsbächen wohnt, nämlich die Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera. Und solche Flüsse zeichnen sich durch einen extrem hohen Sauerstoffgehalt aus, sind häufig sehr sauer und auch Lebensgrundlage für unseren Vogel des Jahres für Bayreuth, wenn ich hier kurz Werbung machen darf, zu dem wir viel anbieten werden, weil sie eben dieselbe Ökologie aufweist, wie diese Flussperlmuscheln, auf die ich jetzt eingehen möchte. Margaritifera aus der Familie der Margaritiferiden ist wahrscheinlich einer der am meisten zurückgegangenen Arten überhaupt in Deutschland. Es gab die Bestände noch vor 200 und 150 Jahren sind in die Millionen gegangen. Es gibt heutzutage in ganz Deutschland noch 30.000 Exemplare. Also eine Muschel ist nicht viel. Wenn eine Population 500 Muscheln braucht, um sich aufrecht zu erhalten, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Populationen es gibt. Also es gibt noch welche in den Mittelgebirgen, aber sie ist eigentlich zum größten Teil ausgestorben. In ganz, nicht in Deutschland, sondern in Mitteleuropa gibt es noch 2 bis 3% der ursprünglichen Masse oder der ursprünglichen Anzahl. Das heißt, diese Art ist zu 98% zurückgegangen. Und das seit den 1950ern. Also die ist massiv betroffen. Flussperlmuscheln brauchen sehr nährstoffarmes, kaltes Wasser. Und vor allem ist es eine der wenigen Arten, die wirklich mit saurem Wasser zurechtkommt. Schönes Beispiel, bei uns die warme Steinach in Bayreuth, da gibt es einen Kalkdurchbruch bei Höflers. Bin ich jetzt also am Kalkdurchbruch, würde ich die Art nicht finden, weil der pH-Wert zu hoch ist und die Calcium-Ionen-Konzentration zu hoch. Davor läuft aber die warme Steinach über Urgestein, ist also sehr sauer und sehr weich. Und das wäre so eine typische Ökologie gewesen, wo die Flussperlmuschel vorkommt. Tatsächlich kommen die letzten Vorkommen hier in Bayern in sieben Bächen Nähe Hof vor oder auch im Fichtelgebirge. Es sind tatsächlich nur noch sieben, acht Bäche, wo die vorkommen. Und der Hauptgrund neben denen, die ich schon genannt hatte, ist schlichtweg, dass die Bachforelle nicht mehr vorkommt. Das liegt zum Beispiel daran, dass es keine durchgängigen Wehre mehr gibt. Oder dass die Regenbogenforelle mit eingesetzt wurde, die sich gegen die Bachforelle durchzusetzen vermag. Und schlichtweg diese Art nicht mehr vorkommt. So eine Flussperlmuschel, also wir haben ja bei uns Populationen noch, die wird bei uns über 100 Jahre alt. Deswegen findet man die bei uns auch noch. Flussperlmuscheln im Allgemeinen gehören auch zu den ältesten Lebewesen überhaupt. Die werden in Skandinavien gern mal über 200 Jahre alt. Ja, mach das dir mal nach. Warum? Naja, wenn du halt eben sehr nährstoffarm lebst, in kalten Temperaturen hast du auch einen niedrigen Metabolismus und je niedriger deine metabolische Geschwindigkeit, umso älter wirst du auch. So, und wofür jetzt, wie sieht denn so eine Flussperlmuschel in echt aus? Ich finde sie wahnsinnig schön. Also sie werden unglaublich groß. Wenn ihr mal eine sehen wollt, im Heimatmuseum hier in Bayreuth sind welche ausgestellt. Und typisch für die Flussperlmuscheln ist diese Nierenform. Ja, und das ist auch eine eigene Familie, weil der Eingangs- und der Ausgangssiphon, die sind verwachsen. Teilweise, das ist bei den Flussmuscheln nicht der Fall. Und was man hier eben erkennt, ist, dass sie stark korrodiert sind. Naja, wenn ich als Lebewesen dessen
Schale aus säurelöslichem Kalk besteht, in sauren Bächen lebe, dann leidet darunter irgendwann meine Schale. Und dieses goldene Schimmern, was hier durchkommt, das ist das Konkeolin, aus dem zum Beispiel hier das Periostracum besteht und das ja auch das Perlmutt stabilisiert. Ja? Und dann wird ja auch sehr schnell ersichtlich, warum die Muscheln eigentlich dieses Periostracum bilden, um sich halt eben gegen die Umwelteinflüsse zu schützen, wie jetzt ein saurer pH-Wert. Und im Allgemeinen ist ja auch Kalk löslich, wasserlöslich. Genau, für was, um jetzt auf den Punkt zu bringen, für was ist die Flussperlmuschel bekannt? Natürlich für die Perlen der Flüsse, also für Süßwasserperlen. Es gibt, das ist ein, das ist das Perlhaus bei Schönau, Richtung Fichtel oder im Fichtelgebirge. Und es gab alte Aufzeichnungen und immer wieder mal Gerüchte im 16. Jahrhundert schon, dass es im Fichtelgebirge Gold, Edelsteine und Perlen gibt. Hab ich gelesen, gedacht, cool, ne? Drüber nachgedacht, ja, stimmt. Natürlich. Du kannst alles Mögliche an Edelsteinen im Fichtelgebirge abbauen. Gold gibt es zum Beispiel in Goldkronach und es sind ja auch noch die letzten Vorkommen der Flussperlmuscheln. Das heißt, es gab wirklich all diese Schätze im Fichtelgebirge. Blöd war halt nur, dass da halt nicht die Linie 829 hingefahren ist und es häufig noch nicht mal Wege gab. Also noch bis vor 200 Jahren war das Fichtelgebirge einfach schlichtweg nicht erschlossen. Gut, es gab also diese Gerüchte. Aber es waren halt Legenden. Und dann hat irgendwann 1729 ein Bauer die Zahnfleischentzündung seines Gauls mit pulverisierten Muschelschalen behandelt. Es ist dann wie in der Wissenschaft doch immer der Zufall, der es ausmacht. Und das war halt der sichere Beweis für, okay, es gibt Flussperlmuscheln im Fichtelgebirge. Woraufhin der Markgraf von Bayreuth gesagt hat, 1732, wir brauchen einen Perlausseher. Das war Johann Peter Merenski. Und der hat sein eigenes Perlenhaus hier bekommen und war dann ab sofort dafür zuständig, die Muscheln zu pflegen und die Leute davon abzuhalten, sie zu ernten und im Allgemeinen darauf zu gucken, dass sich die Ökologie dieser Bäche nicht verändert, damit die Populationen stabil bleiben. Was man gemacht hat, ist, man hat die Tiere entnommen und dann hat man sie geöffnet mit so einer Muschelzange. Ja, also hat man hier, das kam in die Muschel vorne rein, in die Schalen, dann hat man hinten aufgedreht und damit konnte man das Tier aufstemmen. Die haben ja zwei wahnsinnig starke Schließmuskeln und natürlich kannst du hergehen und die Muschel ausschneiden, den Schließmuskel durchtrennen, aber dann ist sie ja tot. Ja? Aber du willst ja die Muscheln entnehmen, gucken, ob was drin ist und wenn nichts drin ist, setzt du sie wieder zurück, weil du dann deine Population auch aufrechterhalten kannst. Und du musst mit den Tieren halt eben sehr pfleglich umgehen, A, weil sie empfindlich sind und weil sie sich nicht schnell reproduzieren und weil sie eigentlich praktisch keine Perlen enthalten. Klar, wenn es heißt Flussperlmuschel, denke ich an Perlen. Aber, wir gehen mal hier eine Folie weiter. Das sind jetzt aus China Flussperlen, aber eigentlich sehen unsere exakt so aus. Damit eine Perle so eine Größe von 4 mm erreicht, wächst sie schon mal 20 bis 25 Jahre. Wie gesagt, metabolisch halt sehr langsam. Und die wurden für, waren lange Zeit dem Adel, dem Hochadel vorbehalten. Und es standen sehr strenge Strafen da drauf, wie Handamputation, dass wenn man sich an den Muscheln vergriffen hat. Und es gibt Berichte darüber, dass Kronen ausgestellt waren, die mit Tausenden von Perlen übersät waren. Das denke ich schon. Das Harte daran ist nur, wenn man sich überlegt, wie häufig denn so die Perlen in den Muscheln vorkommen. Um eine Perle zu finden, musst du 7000 Muscheln durchschauen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie viele Muscheln man durchschauen muss, auch erstmal finden muss, ja, damit man da 1000 Perlen zusammenbekommt. Die Perlen werden nach zwei Kriterien bewertet, habe ich gefunden. Das ist der Lüster und der Orient. Und der Lüster beschreibt die Oberfläche der Perle, die Oberflächenstruktur.
wie glatt die ist, wie rein die ist. Und der Orient beschreibt das innere Strahlen der Perle, also die Iridiszenz. Warum leuchtet Perlmutt so schön? Ihr habt vorhin das Bild gesehen, die Struktur von Perlmutt sind jede Menge kleine sechseckige Plättchen, sind 15 Mikrometer im Durchmesser und halt einen halben Mikrometer dick. Es macht 500 Nanometer, liegt genau im Wellenbereich des sichtbaren Lichts. Das heißt, du hast zwei Flächen, an denen sich das Licht reflektieren kann, und dann ist das eine obere und eine untere. Und dann ist das zum Beispiel um 500 Nanometer versetzt und dann kommt es zu Interferenzen. Und diese Interferenzen, die sorgen halt eben zur Auslöschung von Licht, und dadurch werden diese schönen Farben erzeugt, die sich ändern natürlich je nachdem, wie ich auf die Struktur drauf gucke. Es gibt praktisch eigentlich keine Perlen im Fichtelgebirge. Wir wären ja froh, wenn wir 7000 Muscheln hätten. Also es gibt keine. Man hat dann irgendwann, als der Adel an Einfluss verloren hat, gesagt, okay, es ist jetzt nicht nur dem Adel vorbehalten, sondern es darf jetzt auch das gemeine Volk nach Muscheln suchen. Und als man noch gesagt hat, es ist nur für den Adel, dann gab es halt eben den Perlenaufseher, der sich um die Tiere gekümmert hat. Als es dann hieß, dass jeder nach Muscheln suchen darf, hat es natürlich auch jeder gemacht, weswegen die Vorkommen in der Elbe quasi erloschen sind. Das waren die größten in Deutschland. Es ist innerhalb kurzer Zeit wurden Millionen von Tieren getötet. Man hat sie halt eben entweder mit einem Messer einfach geöffnet oder in die Sonne gelegt, damit sie sterben und sich öffnen, und dann nach den Schalen geguckt. Und ich habe ein Zitat dazu gefunden, das den Umstand eigentlich ganz gut beschreibt. Fast gänzlich erschöpft sind gegenwärtig auch dieses Reichtum Quellen, ausgefischt zum großen Teile die Bächen und Flüsse, durchwühlt der Tiere Eingeweide, sodass auch diese einst so gepriesene Kostbarkeit bald in das Reich der Sage gehören wird. Hässling 1859. Also die Industrialisierung hat ihr zwar den Rest gegeben, aber bergab ging es auch schon lange vorher, als man halt eben die Tiere ausgemerzt hat. Es gibt, wie gesagt, es gibt jetzt noch 30.000 Individuen ungefähr in Deutschland. Bei uns in Bayern sind es noch ganze 8 Flüsse, 8 Bäche, in denen sie vorkommt. Und um die Population zu schützen und damit die nicht aussterben, gab es jetzt ein Projekt, 3 Jahre, 2018 bis 2020, ist jetzt Ende letzten Jahres ausgelaufen. Die beantragen gerade eine Nachfinanzierung für weitere 6 Jahre. Die Aufzuchtstation für Flussperlmuscheln in der Huschermühle in Regnitz-Losau, Landkreis Hof an der tschechischen Grenze. Die haben ein grenzüberschreitendes Projekt mit Tschechien zusammen gestartet, um die letzten autochthonen Vorkommen und Populationen der Flussperlmuschel zu schützen und zu erhalten. Und die haben jetzt in diesem Zeitraum 20.000 Muscheln herangezogen. Das ist nicht so einfach. Ihr erinnert euch daran an den Lebenszyklus. Man braucht ja nicht nur die Muscheln, sondern man braucht auch die Fische, und das im richtigen Alter, in der richtigen Größe. Und dann müssen die Tiere ja auch wieder in die entsprechenden Bäche zurückgesetzt werden, die aber zum Beispiel jetzt die letzten Jahre ausgetrocknet sind oder das Flutregime, die Flussdynamik durch Biberdämme verändert wurde. Genau, kann ich euch nur empfehlen, da mal auf die Internetseite zu gehen und euch da schlau zu machen. Ich war kurz nach der Eröffnung dort gewesen, war sehr faszinierend, die Flussmuschel-Aufzuchtzentrale in Regnitz-Losau. Genau. Jetzt gehen wir mal noch zu den natürlichen Gründen auch, oder weitere Gründe, warum die Arten im Rückgang begriffen sind. Ich habe das jetzt mal ein bisschen ökologischer gehalten, weil ich nicht immer nur über Menschen schimpfen möchte. Damit läge ich zwar richtig, aber es würde auch einen großen Teil der Motivation zerstören, wenn man sich immer vor Augen hält, woran man eigentlich selber schuld ist. Also deswegen mal aufs Positive orientieren.
und einfach mal nüchtern betrachten. Und wenn ich sowas nüchtern betrachte, dann, das ist zum Beispiel jetzt ein steiniges Ufer in Verzöchheim. Da haben wir mal ein Bild von gemacht. Und ihr seht, also das ist jetzt ein Fragment hier von einer Flussmuschel und außenrum liegen andere Arten. Hier diese Körbchenmuscheln. Und die legen dazu Zehntausenden, Hunderttausenden. Teilweise besteht der ganze Strand aus diesen Muscheln. Und dazwischen liegt halt eben ein Bruchstück von einer Flussmuschel. Und eine andere Art, die dort recht häufig vorkommt, das sind halt eben die Zebramuscheln. So. Ich zeige euch die Arten mal im Detail, die da auch noch vorkommen. Das eine ist die Wandermuschel, Zebramuschel, Dreikantmuschel, hat glaube ich jeder schon mal gehört. Dreisana polymorpha und ihre Schwesterart Dreisana bugensis. Man kann die beiden Arten recht gut unterscheiden. Die hier ist recht geschwungen und flach, ja, die ist hier so ein bisschen ausladend und die ist wirklich, da kannst du ein Lineal anlegen, ne? Die verläuft hier recht linear und kantig und die kann man recht gut auseinanderhalten. So, Wandermuschel und die andere Art, die vorkommt, ist die grob gerippte Körbchenmuschel, Corbicula fluminea und die kleine Schwesterart, die fein gerippte Körbchenmuschel, Corbicula fluminalis. Die Corbiculiden, die Körbchenmuscheln, sehen ein bisschen aus wie unsere heimischen Kugelmuscheln, die Sphaeriden. Die sind aber kleiner und nicht so fein gerippt und machen den Großteil der 40 Muschelarten bei uns aus. Und die Corbicula gab es eigentlich das ganze Quartär schon über und sind halt durch die Eiszeiten zurückgegangen. Haben dann in Süd- und in Westasien überlebt und sind von dort aus nach Amerika über, wie immer, den Ballast von Schiffen, über das Ballastwasser von Schiffen und wurden 1930 das erste Mal in Amerika nachgewiesen. Von dort aus haben sie sich dann ausgebreitet nach Europa und 1985 haben sie dann die Nordsee erreicht. Die beiden Arten unterscheiden sich in ihrer Ökologie. Die grob gerippte Körbchenmuschel kommt nur in Süßwasser vor, wohingegen die fein gerippte Körbchenmuschel, die ist ein bisschen kleiner auch, halophil ist, das heißt auch in salzhaltigen Gewässern vorkommt. Die Corbiculide stehen natürlich in direkter Konkurrenz. Zum Beispiel, dass sie Plätze einnehmen, an denen sonst die Najaden leben würden. Das heißt, es gibt schon mal eine Platzkonkurrenz und natürlich auch eine Nahrungskonkurrenz. Es gibt nur ein gewisses Angebot an Nährstoffen im Wasser und wenn halt eben auf eine Najade 500 Körbchenmuscheln kommen, dann ist die Nahrungskonkurrenz natürlich immens. Das ist ein Fahrrad, das ich dann mal in Verzöchern gefunden habe. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Zum ersten Mal war es das erste Mal, dass ich Süßwasserschwämme gesehen habe. Die bekommt man sonst ja auch nicht zu Gesicht. Und zum anderen Mal hat es den Leuten eigentlich wunderschön vor Augen geführt, wie sie mit ihren Gewässern umgehen. Und wenn man da mal genauer hinguckt, dann sieht man da Muscheln hängen. Das sind halt eben die Wandermuscheln. Und das ist ja schon mal ein großer Unterschied jetzt zu den Flussmuscheln oder auch zu den Körbchenmuscheln, die ja im Sediment leben, dass die Dreikantmuscheln sich an Oberflächen anheften können durch Byssusfäden, wie jetzt zum Beispiel auch Miesmuscheln oder so. Und dann hängen die ja eigentlich an jeder Oberfläche, zum Beispiel auch auf anderen Muscheln. Und wenn so eine Muschel dann mal befallen ist, dann hat sie die sich gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Nämlich erstens, dass sie das dreifache Gewicht von sich selbst an Neozoen trägt, die ihr auch noch die Nahrung quasi vorm Mund wegfiltern. Ja, das heißt, es bleibt dann schon mal weniger für die übrig, mal davon abgesehen, dass sie durch das Gewicht weiter im Schlamm versinken oder auch, dass sich die Schalen nicht mehr schließen können und wenn jetzt Umwelteinflüsse kommen, schädigende, wie zum Beispiel Toxine oder Temperaturveränderungen, dass die Muschel nicht richtig schließen kann und an den Umwelteinflüssen zugrunde geht.
Die Art stammt ursprünglich aus Südrussland, wurde aber schon 1830 in Deutschland nachgewiesen. Die Larven leben frei schwimmend, die Art kommt in höheren pH-Werten vor, so 7,4 bis 9, und wurde natürlich auch durch den Schiffsverkehr verbreitet. Im Bodensee kommt es dann zu regelrechten Massenvermehrungen, dass man mal 1 Million Individuen pro Quadratmeter findet. Und die machen dort richtig Probleme, zum Beispiel in der Trinkwasseraufbereitung. Aber auch Kraftwerke haben häufig Probleme damit, weil sie zum Beispiel ihr Kühlwasser nicht mehr bekommen. Trotzdem wäre es zu einfach zu sagen, ich zeige mit dem Finger drauf auf die Art und sagt, es ist eine Neozoe, die ist schuld daran. Nein, sondern da kurzen Dank an Leo Rasch für die tollen Informationen. Die Arten sind natürlich super darauf angewiesen, viele Nährstoffe zu bekommen. Das heißt, man kann sie eigentlich auch eher als Symptom betrachten eines veränderten Ökosystems. Ich habe einen hohen Nährstoffeintrag, damit macht sich die Art breit und verdrängt andere Arten, die zum Beispiel auch schon durch den hohen Nährstoffeintrag geschädigt sind. Also hier ist die Frage nach Henne und Ei eigentlich mehr klar, als man denken sollte. So lässt sich zum Beispiel beobachten, dass nur in unteren Flussabschnitten oder in Flussabschnitten unterhalb von Nährstoffeinleitungen die Art vorkommt, oberhalb allerdings nicht mehr. Ja. Also hier auch wieder ein Side-Effekt der Eutrophierung, die sowieso zum größten Teil für den Rückgang dieser Arten zuständig ist. Dann hat die Muschel auch noch weitere Probleme bekommen. Als ich mal am Roten Main hier nach Entenmuscheln gesucht hatte, habe ich mich gefreut, dass ich den Schädel hier gefunden habe und habe mir gedacht, naja, cool, bestimmst mal einfach. Das ist mal die dorsale Aussicht und die ventrale Aussicht. Vielleicht hat jemand von euch gleich eine Idee, was es ist. Ich lag von Anfang an gezielt daneben, habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Also da kommen ja mal so drei, vier Arten in Frage. Das wäre der Biber, der Nutria und der Bison. Biber ist einfach größer und Nutria hat zwar eine ähnliche Größe, aber eine andere Zahnstruktur. Und recht typisch für diese Art, könnt ihr im Broma mal nachgucken, sind diese dreieckig verlaufenden Zähne. Das ist recht auffällig, zu wem der gehört. Da packen wir mal das restliche Tier drum, dann sieht es auch wieder süßer aus. Das ist der Bisam. Ja, sieht denn echt schöner aus als nur als Schädel. Oder auch Bisamratte genannt. Der Bisam ist aber keine Ratte, der Bisam ist der Bisam und der Bisam zählt zu der Familie der Wühlmäuse und er schwimmt und er taucht. Es ist also eine schwimmende, tauchende Wühlmaus in Kaninchengröße aus Nordamerika. Wurde 1905 das erste Mal hier nachgewiesen, macht seitdem relativ viel Probleme, weil er zum Beispiel Deiche unterhöhlt und der ist eigentlich Vegetarier, aber wie die allermeisten Tiere, wenn er die Möglichkeit hat, frisst er auch Fleisch. Und er lässt sich dann halt eben vor allem Schnecken und Muscheln schmecken. Und zwar nicht zu wenig. Im Winter, wenn er dann nicht mehr an die grünen Teile der Pflanzen rankommt, dann kann der in ein paar Monaten schon Tausende von Tieren, von Muscheln verdrücken. Also man hat da mal nachgezählt und so eine Bisam-Population frisst am Tag dann doch schon mal 230 Muscheln. Und erkennt man daran, dass sie dann die leeren Schalen alle vor seinem Bau liegen lässt, ist also ein zusätzlicher Druck, den die Muscheln ausgesetzt sind. Ich hatte selber mal Fraßspuren von ihnen gefunden, nicht in Form von Muscheln, sondern in Form von Schnecken. Das fand ich ziemlich cool. Wir waren mal gezüchtern an einem Strand und mit anliegendem Auwald und dann waren überall große Hügel gewesen und in den Hügeln steckten Dutzende von Viviparus, von Sumpfdeckelschnecken. Und ich habe mich gefragt, wie die A in die Erde und B dann 5 Meter weiterkommen, bis ich dann drauf gekommen bin, dass der Bisam die in seinen unterirdischen Bau alle geschleppt hat, dort getilgt hat und dann bei der nächsten Renovieraktion alles über seine
Hügel wieder rausgeschmissen hat. Ich habe mich gefreut, seitdem habe ich, glaube ich, 100 Viviparus. Aber genau. Ist aber auch nicht der Grund für den Rückgang. Ist ein zusätzlicher Stress. Aber wie gesagt, der Hauptgrund für den Rückgang ist der Mensch und keine andere Art. So, aber jetzt noch was Süßes. Aufgemerkt. Der Bitterling ist ein wunderschönes Beispiel für Symbiosen. So sieht er in echt aus. Und das ist ein Bitterling-Männchen und das ist eine Muschel. Und die Tiere machen Folgendes: Die Männchen suchen im Frühjahr ihre eigene Muschel. Dann legen sie sich ein Hochzeitskleid zu, werden also schön bunt. Und dann locken sie in einem komplizierten Balzverhalten die Weibchen an. Den Weibchen wächst, die werden nicht so schön bunt, sondern denen wächst ein 6 cm langer Legeschlauch. Und dann befördert das Weibchen in die Kiemen der Muschel mit ihrem Legeschlauch genau 2 Eier. Das Männchen befördert dann seinen Samen hinterher über das Ingestionssiphon. Und dann werden in den Kiemen der Muscheln, wo ja eigentlich die Eier der Muscheln sitzen, die Eier der Fische befruchtet. Und die Fische schlüpfen, die Larven schlüpfen und bleiben dann noch 2 bis 4 Wochen in der Muschel drin, wo sie sicher sind vor Fraßfeinden, bevor sie dann die Muschel verlassen. Die Muschel profitiert aber auf der anderen Seite auch, weil dadurch, dass die Fische ja so nah an die Muschel herankommen, sie auch die Glochidien mitnehmen, die sich an ihnen festkrallen und dann quasi die Muschel verbreiten. Finde ich ein super schönes Beispiel für Zusammenarbeit, für Symbiosen in der Natur. Genau. Andere Fraßfeinde, die eine Muschel hat, sind Wasservögel, die haben auch sehr zugenommen, so Blässhühner. Die können sehr tief tauchen und die ernähren sich dann auch gerne mal von Muscheln. Eigentlich eher von den kleinen Dreiseniten, aber wenn die halt auch an der großen Muschel hängen, dann wird die auch genommen. Und die picken dann auch gerne die Siphone oben ab oder nehmen die ganze Muschel, legen sie raus und fressen sie dann. Genauso wie die Reiherente. Die frisst da auch gerne dran. Und die Populationen haben sich halt in manchen Gegenden mehr als verzehnfacht innerhalb der letzten 20 Jahre. Was aber eigentlich auch hauptsächlich wieder auf die Eutrophierung zurückzuführen ist. Und man muss immer überlegen, dass Wasservögel und Muscheln viel, viel länger zusammenleben als wir mit den Muscheln und dass die Populationen immer tausendfach größer geblieben sind, als sie heutzutage sind. Gut, ganz zum Schluss will ich aber trotzdem noch die wichtigsten Faktoren nennen, warum die Arten eigentlich zurückkehren. Es sind eine Handvoll und es betrifft eigentlich jedes Mal direkt die Gewässerqualität und zeigt unseren Umgang mit unseren Gewässern. Und ich finde es immer sehr kritisch, so mit einem Ökosystem umzugehen, das einen mit Trinkwasser versorgt. Auf Nahrung kann ich 3 Wochen lang verzichten, auf sauberes Wasser keine 2 Tage. Und deswegen sind mir diese Najaden so wichtig, unter anderem. So, der Rückgang, ein Grund ist zum Beispiel die Begradigung von Flüssen, von Bachverläufen und der damit einhergehende Strukturverlust und auch die Veränderung der Fließgeschwindigkeit und der Sedimentstabilität. Das Ausbaggern, das heißt das Entfernen von Sediment mit Muscheln und auch Vegetation aus Flüssen, ist ein anderer großer Punkt, insbesondere was die Bäche betrifft. Die Maat der Uferrandstreifen führt zu einer erhöhten Erosion und zu einer höheren, also zu einer erhöhten Erosion der Uferränder und zu einem höheren Nährstoffeintrag und Feinstaub, also nicht Feinstaub, sondern Partikeleintrag, der diese sonst hier zum Beispiel sehr lockeren Sedimente zusetzt. Auf der anderen Seite gibt es die Uferbefestigung. Das heißt, dass ich halt statt einen schönen kiesigen Ufer, das da entlangläuft, auf einmal eine Betonröhre habe. Da lebt dann natürlich nichts mehr drin und selbst fest installierte Uferbefestigung macht es
den Tieren unmöglich, dort vorzukommen, weil es einfach schlichtweg kein Sediment mehr gibt. Oder auch die Flussgeschwindigkeit sich wieder ändert. Das größte Problem ist aber eigentlich schlichtweg, wie überall in unserem Ökosystem, und das ist einer der Hauptgründe für den weltweiten Artenrückgang mit überhaupt, ist der Nährstoffeintrag von Nitrat, Ammonium und Phosphor aus unserer Landwirtschaft und aus unseren Abgasen. Gelangen Ammonium und Nitrat ins Trinkwasser, die sind an sich schon toxisch. Kommt es dort zum Beispiel zur Algenblüte oder zu vermehrten Vegetation und in das heißt, es wird sowieso schon mal ein Großteil aufgezehrt an Nährstoffen. Wenn die Algen und die Pflanzen dann allerdings absterben und sich das am Boden absetzt, dann wird es dort ja oxisch mineralisiert. Das heißt, es wird der ganze Sauerstoff verzehrt, es wird hypoxisch und die Arten ersticken schlichtweg. So eine Teichmuschel schafft bei 4 Grad schon mal 50 Tage ohne Sauerstoff. Na klar, habe ich letzte Woche auch gemacht, aber auf Dauer geht das halt eben nicht. Also das ist das größte Problem, schlichtweg. Nährstoffeintrag über die Landwirtschaft und über die Abgase. Das führt zu einer Verschlammung. Also dieses ganze organische Material wird nicht vollständig abgebaut, sondern es bilden sich sehr feine Partikel, die alles zusetzen. Und unter diesen Steinen im Sediment gibt es ja einen Austausch von Wasser und von Sauerstoff. Und wenn der flach fällt, dann können die Glochidien nicht mehr überleben. Ja, dann ersticken die einfach. Ja, dann natürlich, was die Fische angeht, das ist wahrscheinlich der andere große Faktor, ist einfach der Verlust von Laichplätzen durch fehlende Ufervegetation oder auch durch fließberuhigte Zonen oder auch die allgemeine Überfischung oder auch ein falscher Besatz. Das heißt zum Beispiel, dass man die Regenbogenforelle anstatt die Bachforelle einsetzt, die ja als Wirt für die Arten geht. Und unterm Strich der Strukturverlust. Diese Gründe hier, oder diese Punkte, das sind die Hauptgründe für den Rückgang überhaupt von unseren Najaden von bis zu 98%. Und nicht nur für die Najaden, sondern auch für sehr viele Fische, im Allgemeinen auch für den Makrozoobenthus, also auch ganz viele Wasserinsekten und natürlich alles, was daran hängt, wie zum Beispiel auch die Wasseramsel. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich mit einer schönen Aussicht auf Veitshöchern bei allen, die zugehört haben. Und ich bin dann gleich für Fragen offen. Ich möchte noch kurz mich bei unserer tollen Hochschulgruppe bedanken für all die Unterstützung und die Zuarbeit und die Motivation. Es macht immer sehr viel Spaß mit euch. Für alle, die uns noch nicht kennen, schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Ich werde den Link dann im YouTube-Video unten mit reinpacken. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, LBV Hochschulgruppe Bayreuth. Da gibt es viel mehr von solchen Vorträgen und Ökologie aus der Region. Und über eine Minute Natur laden wir auch immer tolle Makroaufnahmen und Aufnahmen aus der Umgebung hier hoch. Und da das Ganze sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit kostet, würden wir uns ab und zu auch mal über eine kleine Spende für so einen Vortrag freuen. Ich halte die Vorträge absichtlich kostenfrei, weil ich der Meinung bin, dass die Leute das hören sollten, was sie hören müssen und nicht das, was sie hören wollen. Wenn jemand Geld dafür zahlt im Voraus, dann möchte er etwas hören, das ihm gefällt. Und das gibt es leider in der Ökologie häufig nicht. Es gibt wichtige Themen, die man ansprechen muss. Und deswegen freuen wir uns auch über eine Spende. Ansonsten bin ich jetzt natürlich offen für Fragen. Vielen Dank.